Hallo aus Bochum. Ich bin Daniel Springwald. Heute schauen wir uns an, wie Industrieroboterarme funktionieren, was für Herausforderungen es gibt, wenn man ein solches Gerät privat einsetzen will und wie man ältere Modelle mit aktueller Technologie upgraden kann. Ich bin gespannt. Roboterarme oder speziell Industrieroboterarme habe ich schon vor einigen Jahren für mich als Hobby entdeckt und in der Zwischenzeit auch das ein oder andere Gerät in die Finger bekommen. Für so ein Exemplar wie dieses hier habe ich aber leider weder den Platz noch den passenden Stromanschluss. Daher gehört dieser Arm auch nicht mir, sondern kann in der Deutschen Arbeitsschutzausstellung in Dortmund bestaunt und sogar durch die Besucher selbst gesteuert werden. Für zu Hause im Hobbybereich eignet sich dann doch eher ein Gerät wie dieses hier. Sag Hallo! Wenn es ein echter Industrieroboterarm sein soll, kann man sich den neu eigentlich privat nicht leisten. Mit sehr viel Glück und Geduld bekommt man bei eBay durchaus auch mal einen gebrauchten Arm zum Preis eines teuren Smartphones. Meist werden aber selbst für 30 Jahre alte Geräte noch stattliche Preise aufgerufen. Dazu kommt dann meist noch das Versandproblem, denn der Roboterarm kommt normalerweise zusammen mit der passenden Steuereinheit. In dieser ist die Elektronik ausgelagert, damit der Arm selbst möglichst leicht und wendig sein kann. Der Arm und seine Steuereinheit wiegen dabei selbst bei kleinen Modellen schnell 50 bis 100 Kilogramm. Bei Angeboten aus dem Ausland sind dann bereits die Versandkosten höher, als der ganze Arm für Hobbyzwecke eigentlich kosten darf. Die Anbieter sind in der Regel Industriebetriebe, sodass der Versand nur per Spedition auf Palette angeboten wird. Und selbst das kann dann noch schiefgehen. Dieses Foto hat mir der Verkäufer vor dem Versand des Roboters geschickt. Alles super professionell verpackt und in einer dicken Holzkiste verschraubt. Und so wurde mir die Kiste dann auf dem LKW der Spedition präsentiert. Zum Glück waren der Arm und das Zubehör wie durch ein Wunder unbeschädigt. Was man dann bekommt, muss in der Regel auch noch etwas restauriert werden. Dazu gehören mindestens kleine Reparaturen und wenn man mag, auch Lackierarbeiten. Wenn man aber ganz viel Pech hat, wurde der Roboter förmlich aus der Fabrik geschnitten und man muss die Kabel ersetzen. Beim gebrauchten Roboterarm fehlen oft leider auch Zubehörteile, wie das sogenannte Teachpad, das eigentlich für die manuelle Einstellung des Roboterarms auch unumgänglich ist. Wenn man sich das Teachpad mal näher anschaut, dann sieht man auch, dass ein weiteres Zubehörteil nicht unwichtig wäre, nämlich eine Dokumentation. Weil ansonsten sind diese Hieroglyphen auch Sachen, die auf einem Stargate stehen könnten. Die erschließen sich jetzt nicht wirklich auf den ersten Blick. Und da ist die Dokumentation auch unglaublich hilfreich, herauszufinden, wie das überhaupt gedacht ist, dieses Teachpad zu benutzen. So, schauen wir uns mal an, wie der Roboterarm funktioniert. Dazu wechseln wir vom grauen Modell zu einem etwas kleineren, orangenen Modell. Der ist vorne offen und man sieht sogar die Zahnriemen und die Zahnräder. Das heißt, den kann man jetzt für Lackierarbeiten irgendwo sehr, sehr schlecht verwenden, weil er halt dann selber auch beschädigt werde, zumal da drin auch optische Sensoren sind. Aber für Handling oder Pipettierarbeiten ist der wahrscheinlich damals sehr gut eingesetzt worden. Damals heißt, wir sind hier nochmal ein Stück weiter zurück in die Vergangenheit gerutscht. Der Mitsubishi-Roboterarm, gerade der graue, der ist 1995 gebaut worden. Bei diesem Gerät sind wir nochmal 10 Jahre in die Vergangenheit gereist. Der ist in den 80er Jahren hergestellt worden, ist sogar ein deutsches Produkt von der Firma Securia. Wenn man sich diesen Roboterarm näher anschaut, dann sieht man, dass er an beiden Seiten jeweils zwei Motoren hat. Und im Fuß ist auch noch ein weiterer, ein fünfter Motor eingebaut. Der ist dafür da, dass der Roboterarm sich in der Links-Rechts-Bewegung bewegen kann. Und die anderen vier Motoren sind für den oberen Bereich des Roboterarms. Dafür wurden bei diesem Modell Schrittmotoren verwendet. Warum sind hier nun Schrittmotoren verbaut worden? Ein Schrittmotor ist eine besondere Art von Elektromotor und kommt zum Beispiel in 3D-Druckern zum Einsatz. Wenn man mal ein defektes Spielzeug auseinandergenommen hat, dann findet man meist normale Gleichstrommotoren vor. Dieser Furby hier ist übrigens eine beeindruckende Konstruktion. Er kommt mit nur einem einzigen Motor aus und bewegt damit Mund, Ohren, Körper und die Augenlider. Gleichstrommotoren gibt es in verschiedenen Größen und Formen und in der Regel haben sie zwei Kontakte für den Stromanschluss. Um einen Gleichstrommotor laufen zu lassen, muss man nur eine passende Gleichstromquelle anlegen. Erhöht man die Spannung, läuft der Motor schneller. Polt man die Stromquelle um, läuft der Motor rückwärts. Ein Schrittmotor funktioniert ganz anders und das Anschlusskabel hat auch nicht zwei, sondern vier oder mehr Pole. Vereinfacht dargestellt funktioniert ein Schrittmotor so. Er enthält sowohl Dauermagneten als auch Elektromagneten. Aktiviert man nun den ersten Elektromagneten, wird der Dauermagnet entsprechend angezogen. Schaltet man den zweiten Elektromagneten ein, wandert der Magnet weiter.
Sind die vier Elektromagnete dann durch, wiederholt sich das Ganze rechts mit weiteren vier Elektromagneten. Diese sind dann jeweils zusammen mit den ersten vieren verdrahtet. Damit könnte man jetzt eine Coilgun oder eine Magnetschienenbahn bauen, aber noch keinen drehenden Elektromotor. Bei einem Schrittmotor sind die Elektromagnete daher im Kreis angeordnet. Die Funktionsweise lässt sich auch von Hand demonstrieren. In diesem Aufbau können die vier Elektromagnete einzeln mit Strom versorgt werden. Schaltet man sie in der umgekehrten Reihenfolge, dreht sich der Motor rückwärts. Mit Hilfe einer einfachen Verstärkerschaltung kann man einen Schrittmotor auch über ein Arduino steuern. Um die typischen Geräusche eines Schrittmotors besser hörbar zu machen, habe ich hier mal ein Stück Holz als Resonanzkörper angeklemmt. Diese Töne entstehen durch die kleinen Erschütterungen, die durch Beschleunigung und Abbremsen der Motorachse bei jedem Schritt verursacht werden. Wenn man die Geschwindigkeit der einzelnen Schritte variiert, kann man mit einem Schrittmotor sogar Musik machen. Durch seine Funktionsweise hat ein Schrittmotor zwei besondere Eigenschaften. Erstens, er kann Positionen mit 100%iger Genauigkeit wiederholen. Dreht man ihn 100 Schritte vorwärts und dann wieder 100 Schritte rückwärts, steht er wieder an exakt derselben Position. Daher werden zum Beispiel auch in 3D-Druckern meist Schrittmotoren verwendet, weil auch dort sehr hohe Präzision benötigt wird. Die zweite Besonderheit ist, dass ein Schrittmotor Haltekraft hat, solange man Spannung anlegt. Ein Gleichstrommotor hingegen verliert seine Kraft, sobald er sich nicht mehr dreht. Dort benötigt man zum Halten einer Position ein Untersetzungsgetriebe oder eine Bremsvorrichtung. Schrittmotoren können also durch das Zählen der Schritte ihre relativen Positionsveränderungen bestimmen und Bewegungen wiederholen. Das nützt aber ja nichts, wenn der Roboter mal abgeschaltet wird. Denn die absoluten Positionen können bei jedem Abschalten anders sein, je nachdem, was der Roboter vor dem Ausschalten zuletzt getan hat. Daher muss ein solcher Roboter nach jedem Neustart zunächst kalibriert werden. Dazu sind an den Achsen sogenannte Endstopp-Sensoren angebracht. Das können zum Beispiel einfache Schalter sein, so wie sie oft in 3D-Druckern verwendet werden. Denn auch diese müssen bei jedem Neustart einmal kalibriert werden. Hier beim Cobra-Roboter werden für die Kalibrierung optische Sensoren verwendet. Auf den Zahnrädern sind Bahnen von reflektierender Folie aufgeklebt. Beim Kalibrieren wird das Rad so lange in eine Richtung gedreht, bis eine angebrachte Lichtschranke keine Reflexion mehr misst. Dadurch ist sichergestellt, dass der Roboterarm nach dem Start immer dieselbe Position hat. Und so sieht die Kalibrierung dann von außen aus. Anschließend hat der Arm immer dieselbe, nach vorne ausgerichtete, ausgestreckte Haltung. Bei Robert, einem anderen meiner Projekte, kann man das ebenfalls schön sehen. Hier wird der Kopf auch per Schrittmotor gedreht und die Kalibrierung mit diesem Schalter durchgeführt. Neben den normalen Gleichstrommotoren und den Schrittmotoren gibt es auch noch Servomotoren. Diese können ihre Position auch nach dem Neustart ohne Kalibrierung bestimmen. Falls euch Servomotoren näher interessieren, ich habe ein Video zur animatronischen Nikola Tesla Büste in Vorbereitung, wo ich auf Servomotoren noch im Detail eingehe. Wenn ihr das Video nicht verpassen wollt, abonniert am besten jetzt den Kanal. Nach dem Kalibrieren kann man mit dem Teachpad die Achsen des Roboters von Hand steuern und die jeweils aktuelle Position abspeichern. Durch die 100%ige Wiederholgenauigkeit der Motoren kann dann anschließend jede gespeicherte Position wieder geladen und angesteuert werden. Wie man sehen kann, bin ich bei der manuellen Steuerung des Roboters weder geübt noch besonders geschickt. Nun habe ich einige Bewegungen gespeichert und kann den Roboter dieses Programm dann selbst ausführen lassen. Die gespeicherten Bewegungen werden dann wiederholt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wo werden diese Daten gespeichert, wenn der Roboter mal ausgeschaltet ist? Man hätte magnetische Medien wie Disketten oder Festplatten verwenden können, aber die waren auf Dauer nicht ganz zuverlässig. Wiederbeschreibbare elektronische Speicher verloren damals in der Regel ihre Daten, wenn das Gerät vom Strom getrennt wurde. Und das ist ja auch noch heute so. Schaltet man einen PC mitten im Betrieb aus, ist alles verloren, das noch nicht auf der Festplatte gespeichert wurde. Dieses Problem gab es damals aber auch an ganz anderen Stellen im Alltag. Wenn man zu dieser Zeit auf einem Gameboy das dritte Level von Super Mario spielen wollte, musste man vorher jedes Mal die ersten beiden Level durchspielen. Außer man kannte geheime Abkürzungen. Die ersten Gameboy-Spiele hatten nämlich keine Speicherfunktion. Bei späteren Spielen, wie zum Beispiel Pokémon, gab es dann aber doch die Möglichkeit zu speichern. Sonst hätte das langwierige Trainieren der Pokémon ja auch eher wenig Sinn gemacht.
Wenn man die beiden Spielmodule vergleicht, sieht man schnell den Grund dafür. Die zusätzliche Batterie im Pokémon-Modul ist genau dazu da, den Speicher des Moduls auch dann zu erhalten, wenn das Spiel gerade nicht benutzt wird. Beim Cobra-Roboter ist das genauso. Um das Programm dauerhaft zu speichern, werden in der Controllerbox Akkus benötigt. Bei so einem alten Gerät sind die Akkus meist defekt und müssen ersetzt werden. Glücklicherweise kann man immer noch baugleiche Akkus kaufen. Statt das Programm direkt auf dem Roboter zu speichern, kann der Roboter auch von einem PC live gesteuert werden. Dazu verfügt die Steuereinheit des Roboters über einen seriellen Port, mit dem man aber mit einem aktuellen PC erstmal gar nichts anfangen kann. Zuerst muss man sich einen sogenannten RS-232 auf USB-Adapter beschaffen. Der PC erhält dadurch dann einen neuen COM-Port. Das passt dann aber immer noch nicht zusammen, denn es fehlt noch ein Adapter von 9 auf 25-poligen Stecker. Jetzt kann man zwar rein mechanisch alles miteinander verbinden, es klappt aber immer noch nicht. Und hier kann man sich durchaus mal tot suchen, denn der Grund dafür findet sich nämlich erst auf den letzten Seiten des Roboterhandbuchs. Er verhält sich nämlich nicht wie ein externes Gerät, das man an den Computer anschließen kann, sondern stattdessen wie ein zweiter Computer. Daher braucht man noch ein Null-Modem-Kabel, bei dem die Datenleitungen so gekreuzt sind, dass man damit zwei Computer verbinden kann. Alles Dinge aus längst vergangenen Zeiten, wo man Computer zum Datenaustausch noch ohne Netzwerke direkt miteinander verbunden hat. Nachdem das nun alles erledigt ist, kann man dem Roboter Befehle senden. Das geht zum Beispiel von Hand über ein Terminal-Programm. Beim Cobra-Roboter kalibriert zum Beispiel der Befehl N den Roboter. Oder der Befehl D bewegt alle 6 Schrittmotoren auf die angegebenen Schrittpositionen. Damit kann man dann am PC auch Programme schreiben, die den seriellen Port öffnen und die Befehle dann automatisch an den Roboter senden. Zurück nochmal zur Steuerung. Die ist nicht nur sehr schwer, sondern kann auch einige Dinge nicht, die aber schon ganz attraktiv wären. So muss zum Beispiel ein Befehl immer komplett ausgeführt werden, bevor der nächste beginnen kann. Wenn der Arm aber zum Beispiel per Kameraerkennung permanent einem Objekt folgen soll, dann möchte man während der Bewegung die Richtung wechseln können, statt erst zu warten, bis der Arm wieder zum Stillstand gekommen ist. Das klappt mit der Originalsteuerung leider nicht. Wenn man also nur einen Arm ohne Steuerung bekommen hat oder gerne etwas mehr Kontrolle über den Arm haben möchte, kann man sich auch eine eigene Steuerung mit aktueller Technik bauen. Glücklicherweise steckt nämlich im Roboterarm selbst keine Elektronik, abgesehen von 2 kleinen Bauteilen zur Vorverarbeitung der Lichtschrankensignale. Die Anschlüsse der Schrittmotoren werden dabei unverändert durch die Kabel bis zur Steuerbox geführt. Es sind insgesamt 6 Motoranschlüsse, weil im Arm noch ein weiterer Motor für den Greifer versteckt ist. Es ist also problemlos möglich, eine eigene Steuerung anzuschließen, ohne dass man die Kabel verändern oder beschädigen müsste. So kann man auch später jederzeit zur originalen Steuerung zurückwechseln. Eine Eigenkonstruktion klappt sogar recht preisgünstig. Eine Schrittmotortreibereinheit gibt es schon für knapp 10 Euro. Dafür braucht man für jeden Schrittmotor eine, also insgesamt 6. Darüber hinaus benötigt man neben Kabeln und ein paar Bauteilen nur noch ein Arduino und ein Netzteil. Wenn es etwas komfortabler sein soll, kann man auch noch ein Display und ein paar Taster hinzufügen. Damit hat man dann eine Steuerung, die man komplett selbst programmieren kann und die dazu noch viel kleiner und leichter ist als die Originale. Und so sieht das Ganze dann im Betrieb aus. Wenn ihr euch also privat oder in einem Makerspace für einen echten Industrieroboterarm interessiert, euch aber keinen neuen leisten möchtet, werdet ihr in der Regel um Restauration und Recherche nicht herumkommen. Aber gerade das macht das Ganze ja spannend. Und man besitzt ein Gerät ja auch nicht wirklich, bevor man es nicht auseinandergenommen und verstanden hat. Wer einfach mal nur einen Roboterarm programmieren möchte, kann das aber auch ohne Oldtimer und mit vergleichsweise wenig Geld. Dazu kann man zum Beispiel diesen Roboter nachbauen. Die Teile kann man auch 3D drucken und als Motoren werden handelsübliche Schrittmotoren verwendet. Die Steuerung geschieht über ein Arduino. Damit kann man auch bereits viel Spaß haben und spannende Programme dafür schreiben. Wer nicht selbst 3D drucken will oder kann, kann auch Komplettbausätze wie diesen hier verwenden. Die passenden Links dazu und auch die zu den anderen im Video erwähnten Dingen packe ich euch in die Videobeschreibung. Was mache ich nun mit den ganzen Roboterarmen? Gut, dass ihr fragt. Zuerst ist der Reiz für mich die Restauration des gebrauchten Roboters, denn man erhält selten ein voll funktionierendes Gerät. Neben den schon angesprochenen Akkus sind auch oft die Kugellager, die Kabel, die Lüfter und andere Dinge erstmal in Ordnung zu bringen. Im Großen und Ganzen ist das Hobby ähnlich wie bei Oldtimern. Es geht in erster Linie gar nicht nur darum, das Oldtimer-Auto zu fahren, sondern auch die Restauration als Selbstzweck macht bereits viel Spaß. Ich konnte die Roboterarme auch bereits bei kleineren Projekten verwenden. Zusammen mit Kamera-Objekterkennung zum Beispiel zum Sortieren von Schrauben oder auch für Stop-Motion-Aufnahmen.
Aktuell bastle ich daran, meinen Go-spielenden Roboter Igobot auf den Mitsubishi-Arm umzustellen. Dazu gibt es dann später ja auch ein Video. Bisher funktionierte dieser Go-Roboter auf einem eigenen kartesischen Verfahrsystem und braucht sehr viel Lagerplatz. Die Idee ist nun, das Ganze auf einen kleinen Aufsatz zu reduzieren, der statt der Hand auf dem Arm montiert wird und dann Kamera und Greifer in einem enthält. Details zur ersten Version des Igobot könnt ihr euch auf diesem Video anschauen, das ich hier oben verlinkt habe. Der komplette Source Code liegt Open Source auf GitHub, den Link habe ich in die Videobeschreibung gepackt. Okay, und das war's. Wenn ihr selbst Erfahrungen mit Robotern gemacht habt oder andere gute Bausätze empfehlen könnt, schreibt es doch in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.